Herzlich willkommen zu meinem dritten Kanal-Update. So, als erstes möchte ich meinen Abonnenten danken, die mir dann doch ein bisschen zumindest die Treue halten. Ja, so dass ich so auf manchmal so sogar 10 Views komme. Was ja gar nicht so schlecht ist, ne? Wenn man hier die Weiden von YouTube anschaut. Und hab auch mit Zuckerspinne und Chouchin, zumindest hier im Witzertriebbereich, aber auch woanders, treue Abonnenten, die auch mal einen Kommentar abgeben. Auch hin und wieder höre ich so oder lese ich Kommentare. Und ich muss sagen, so viel Negatives lese ich gar nicht, okay? Bei den wenigen mag das jetzt nicht sehr verwundern, bei den wenigen Views, aber es zeigt mir doch, dass ich auf gar keinem so schlechten Weg bin. Ich bin jetzt so bei knapp 30 Abonnenten. So, das ist in Ordnung. Ich würde so auf 50, wenn so 50 Abonnenten wären, das wäre so mein Ziel, würde ich sagen. Nein, eigentlich anders. Wenn so bei meinen Videos so 50 Zuschauer so ungefähr wären, ne? Wenn es auch 30 sind oder was weiß ich oder mal mehr, ist ja egal. Aber das wäre so eine Motivation für mich, ne? Das ist so eine Motivation für mich. Ja, damit kann ich leben. Da lädt man auch gerne mal Videos 5 Stunden hoch und schneidet. Vielleicht schneidet man dann auch ein bisschen enthusiastischer, schneidet irgendwas rein, macht irgendwas Special-mäßiges, ne? Aber wie gesagt, ich brauche auch gar nichts mehr. Das sage ich ganz ehrlich. Rede ich nicht um den heißen Brei herum oder mache irgendwo Werbung oder sonst was. Ich brauche im Grunde auch nicht mehr, aber das wäre nicht schlecht, weil ich ja nebenher einen Job habe, den ich über alles liebe. Ich sag's wie es ist. Ich mag meinen realen Job, sage ich jetzt mal, wahnsinnig sehr, und der verbraucht auch viel Zeit. Deswegen schaffe ich auch im Grunde nicht mehr als 2 Folgen am Tag, am Wochenende ruhig ein bisschen mehr. Zurzeit läuft sogar recht gut, so dass ich es sogar schaffe, 3 Folgen zu bringen. Was ich privat mache, wird nie hier auf YouTube zur Rede gestellt, oder ich werde es nie sagen, weil ich halte das wirklich strikt auseinander, hier das Computer oder die Internetwelt und die reale Welt möchte ich auch nicht vermischen. Es liegt nicht in meiner Intention. Ja, was läuft zurzeit? Zurzeit läuft Wizardry, und das macht richtig Spaß im Iron Man. Da habe ich richtig Spaß dran. Es kann wirklich jederzeit, ich sag's, jederzeit kann das enden. Es kann aber auch noch richtig lange laufen. Es gibt hier schwere Kämpfe, die einen alle Nerven kosten. Da muss man wirklich alle Strategie anwenden. Ich mache auch viel Blödsinn dazwischen, ne? Ist ja eben live. Man kann es wirklich sagen, live. Ich gehe ran, ich kann dich nochmal laden und so weiter. Ist live. Im Grunde bei den anderen Spielen genauso. Auch bei meinem zweiten Projekt, Black Guards. Hier seht ihr im Grunde wirklich keine Schnitte, außer natürlich wie immer meine Ladezeit. Also die Ladezeiten, die schneide ich immer raus. Oder ich schneide auch manchmal so, dass es einfach schön aussieht, ne? Dass ich zum Beispiel nicht huste dazwischen oder dass das Telefon klingelt, ne? Das ist alles weg, weil ich, und das ist hier mein Grundprinzip, ich möchte, dass das Spiel oder die Atmosphäre des Spiels im Mittelpunkt steht. Ich kommentiere hier nur, ne? Jo, und da habe ich schon mein zweites Spiel, Black Guards, vorgestellt, was toll geworden ist. Wo ich gedacht hätte, aber dass es noch ein bisschen mehr in Entscheidungsbäumen, ne, sich praktisch spreizt, dass man ein bisschen mehr, ein bisschen offener, hätte ich mir das doch gewünscht. Und ich hoffe immer noch auf einen Editor, aber anscheinend
wird es hier wahrscheinlich erstmal keinen Editor geben. Die Entwickler sagten, dass sie sich erstmal auf die Fertigstellung des Spiels konzentrieren. Okay, das ist in Ordnung, vielleicht liefern sie noch einen nach. Jo, und mein drittes ist ja dann zurzeit noch Medieval 2 Deus Lo Vult, was ich mit geschichtlichen Fakten unterlege, meinem Hobby. Jo, dass ich auch, jo, man kann es ruhig sagen, hier mit einbringe. Geschichtlich interessiere ich mich wahnsinnig für das Mittelalter insbesondere und die Antike. Und da kann ich hier meine Fakten zum Heiligen Römischen Reich einbringen. Wie ist es gewachsen? Wie ist es entstanden? Von Karl dem Großen bis über die Staufer Kaiser hin zu der Goldenen Bulle unter Karl dem Vierten, dann weiter, ne, Sigismund und Karl der Fünfte, Luther und so weiter. Alles Heiliges Römisches Reich interessiert mich sehr. Wie ist Deutschland gewachsen? Wie ist Deutschland aufgebaut? Der Föderalismus in Deutschland, die Bundesländer heute, basieren auf diesem Grundrecht der Goldenen Bulle. Jo, das im Grunde auch ein Let's Play, das übrigens zurzeit recht spannend wird, denn in Medieval 2, also in diesem Let's Play, da werde ich von allen Ländern, die es da gibt, Dänemark im Norden, die praktisch Langobarden, Mailand im Süden, werde ich angegriffen. Venedig hat sich auch noch eingeschaltet, Frankreich drängt vom Westen her. Ganz spannend zurzeit. Gut. Ja, das läuft zurzeit. Was ist noch in Planung? Wie ich euch das schon im Kanal-Update 2 gesagt habe, ganz klar, Divinity, oder heißt Divinity? Ne, Divinity Original Sin. Darauf freue ich mich sehr. Auch hier, oder auch eben hier wird es einen Editor geben, habe ich schon gesagt. Wenn dieser Editor in Ordnung ist, zugänglich ist, dann werde ich mich auch mit dem beschäftigen. Dann fahre ich allerdings meine Let's Plays runter auf maximal 1. Was mich noch so interessiert, was ist es? Erstens mal Rundenstrategie. Ne? Rundenstrategie ist absolut, ich bin absoluter Rundenstrategie-Fan. Ich mag keine Hektik. Nicht so sehr die Hektik, ich mache eher, wenn man überlegen muss, wenn man Entscheidungen fällen muss, ne, und sowas. Das mag ich mehr. Mein zweites Steckenpferd, und das habe ich bisher nur in einem Let's Test mal euch gezeigt, das habe ich im Grunde noch gar nicht Let's Played, sind Weltraumspiele. Mag ich wahnsinnig sehr, und seit ich Wing Commander gespielt habe, und dann aber insbesondere Privateer, die Privateer-Reihe, bin ich absoluter Fan von Weltraumspielen. Und hier kommt ein neues Spiel 2014. Hier kommen viel mehr Spiele jetzt, Weltraumspiele. 2014 Star Citizen von Chris Roberts designed, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da werde ich mich, falls, wie gesagt, Divinity der Editor nicht so ist, da werde ich auf alle Fälle eine Reihe dran anhängen. Star Citizen. Wo ich mich noch drauf freue, ist auf den dritten Witcher-Teil, der in Open World startet. Das wäre doch mal ein Projekt für eine Roleplay-Reihe, die bei mir zurzeit sehr stiefmütterlich behandelt wird. Denn damit habe ich ja im Grunde angefangen mit Skyrim als Roleplay. Zurzeit ist Deus Ex, habe ich derzeit pausiert. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengender, nicht anstrengender, aber anspruchsvoller, und da brauche ich eine gewisse Viewzahl, um da auch eine Motivation, ne, dahinter zu haben. Bei Skyrim war die Viewzahl in Ordnung, da ist mir leider dann, da sind mir die Mods über den Kopf gewachsen, mein System wurde dann zu schwach und es hat geruckelt und es kamen Bugs rein und das musste ich dann abbrechen. Aber wie gesagt, Witcher 3 kann man mal im Blick halten, Außerdem werde ich einen neuen PC haben, und so fürs nächste Jahr. Dann kann man mit entsprechender Grafik, ohne Ruckler und so weiter, dann kann man sich auch mal Mods vornehmen, Grafikmods auch, aber die sind mir gar nicht so wichtig. Mir sind eher die Skriptmods wichtiger, wie zum Beispiel das Rollenspielverhalten realistischer wird, wie Hunger, Schlafen und so weiter, Kälte, was da dazu kommt. Ja, also, wie gesagt,
Zurzeit Wizardry, läuft Wizardry, Blackguards und Medieval 2 Dios Lovult. Ich hoffe, dass es hier noch ein paar mehr Zuschauer geben wird, würde ich mich freuen. Schreibt mir Kommentare, darüber freue ich mich auch über Kritik. Wer eben oben dieses Häkchen macht, das es ihm nicht gefällt, wäre schön, wenn der noch... ist vollkommen legitim, gut, dafür ist es da. Soll jeder seine Meinung kundtun. Schön wäre es, wenn er noch in die Kommentare schreibt, was ihm nicht gefällt. Ne? So. Insgesamt, wie gesagt, plant noch Divinity, Star Citizen, The Witcher 3, das sind so die... meine so Visionen, die ich so habe. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit schon jetzt. Denn ich werde mal kurz auf den Terminkalender schauen. Schon noch bis zum 20. Dezember werde ich noch hier hochladen, ne? Und auch veröffentlichen. Ab dem 20. werdet ihr nichts mehr von mir hören, bis zum 3. Januar. Ich werde dann wieder am Wochenende anfangen, also am 4. 5. Januar 2014. Da werde ich wieder mit Spielen beginnen, mit Hochladen beginnen, denn diese Zeit wird für meine Familie reserviert, in ihrer Gänze. Also komplett, ne? Und da werde ich auch nichts hochladen, auch nichts veröffentlichen, ich werde auch nichts vorrendern und dann... Es soll das eine computerfreie Zeit sein und die gebe ich an euch weiter. Ja, ist so. So eine computerfreie Zeit wird es auch nochmal im Sommer geben, in Sommerferien und... Da werde ich euch aber davor, wie gesagt, werde ich euch genau benachrichtigen. Es wird dann auch in der Infoleiste bei meinem Kanal Update stehen, wann genau oder wie lange genau diese Auszeit ist. Und ja, ich denke und ich finde, ihr solltet euch auch so eine Auszeit von YouTube gönnen. Ist wichtig, finde ich. Ich finde wichtig, dass man sich auch mal eine internetfreie Zeit gönnt. Dass man hier fürs reale Leben ein bisschen mehr Zeit gewinnt, denn wenn ihr ehrlich seid, wenn ich auch ehrlich bin, man verbringt sehr viel Zeit entweder am Handy, ne, oder im Internet. Das war früher nicht so, ich bin dann schon ein bisschen älter. Ich hatte früher viel mehr Muße, ne, viel mehr Zeit für andere Dinge. Und das sollte man sich gönnen. Und damit, wie gesagt, wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit schon jetzt, ein gesundes neues Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, oder ihr hört von mir in meinem Kanal-Update nächstes Jahr wieder. Und erst einmal natürlich in meinen Let's Plays. Und damit sage ich ciao, ciao.